Hi. Hi Felix. Grüß dich. Na, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Wo Ich bist sitze du gerade in meinem gerade? Garten. Genau, ich sitze gerade in meinem Garten, weil wir ansäen natürlich, jetzt für das ganze kommende Jahr, und den Garten vorbereiten. Und genau. Magst du für Und beantworte euch diejenige, jetzt ein paar Fragen. ja, magst du für diejenige, die dich oder die das Restaurant vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz erklären, was du machst und was das So sein Restaurant macht, was eure Idee dahinter ist und das Konzept? Gerne. Ich bin Felix Schneider. Unser Restaurant heißt So Sein. So Sein ist ein Begriff aus der Philosophie, der quasi immer die Essenz oder das Wesen der Dinge beschreibt. Und genau das ist das, was wir auch im Restaurant versuchen, dass wir quasi das Wesen der Dinge, unserer Produkte möglichst unverfälscht auf den Teller bringen. Die besten Produkte der besten Produzenten aus unserer Region. Und momentan ist das Restaurant ja auch zu. Ihr habt euch jetzt Genau. eine Kiste, eine Lebensmittelkiste überlegt. Was ist in der Kiste drin und was unterscheidet die Kiste auch von anderen, zum Beispiel Solawi-Konzepten, die es ja schon vorher gab, wo Ja. Lebensmittel verschickt werden? Ja. Ja, wir haben uns Restaurant ist natürlich geschlossen. Gerade für ein Restaurant wie uns ist das natürlich ganz besonders schwierig. Wir haben ganz, ganz viele Prozesse, die man nicht einfach stoppen kann. Bei uns reifen Schinken, Miso, Sojasauce, Essige und so weiter. Die brauchen quasi alle Pflege. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, wie wir irgendwie den Betrieb aufrechterhalten können und den Kern dessen, was wir bis jetzt schon immer im Restaurant getan haben, nämlich eben von unseren regionalen Erzeugern, mit denen wir schon viele Jahre zusammenarbeiten, quasi alle allerbesten Produkte an Gäste, Kunden, die quasi Interesse an diesen Produkten haben. Ja, wie bekommen wir die dorthin? Wie bekommen wir weiterhin unsere Fermente, all die spannenden Dinge quasi, die wir selber produzieren, wie bekommen wir die jetzt an den Gast, wenn wir es nicht mehr im Restaurant tun können? Und dann gab es natürlich viele Vorbilder. International, aber natürlich auch national, die ebenfalls so ein Kistenprojekt gestartet haben. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich momentan so das Schlauste, was wir tun können. Und was ist in der Kiste drin? Du meintest also natürlich frische Dinge und aber auch Fermente, Genau. die ihr auch selber im Restaurant normalerweise nutzt für den normalen Service. Genau. Also der Inhalt der Kiste ist quasi so ein bisschen, letztendlich das, was wir auch in unseren Gerichten zeigen. Also auf der einen Seite Okay. natürlich Dinge aus der ganzheitlichen Tierverwendung. Das wollen wir weiterhin beibehalten. Das heißt, es wird in irgendeiner Art und Weise Schinken geben. Es wird unser Brot quasi dazu geben, also wie eine Art kleine Brotzeit. Es wird Dinge wie Fisch und Fleisch geben, die wir momentan, die quasi Saison haben, Gemüse, die momentan Saison haben, wobei das ja gerade bei uns jetzt zumindest das startet. Wir hatten noch Minustemperaturen nachts. Das heißt, das geht eigentlich erst so in 2, 3 Wochen richtig los. Und dann natürlich zunehmend in die warme Jahreszeit rein, dann deutlich mehr Gemüse. Es wird Molkereiprodukte geben, selber gemachten Käse, verschiedene Eier von verschiedensten Vögeln, die gerade quasi Eier legen. Genau. Und das Besondere ist dann natürlich daran, dass wir viele der Produkte quasi behandeln, fermentieren. Also es ist nicht ein gekaufter Joghurt, sondern wir fermentieren ihn eben selber. Es gibt selber gemachten Käse aus Schafsmilch oder solche Dinge. Unsere eigene Butter, die wir selber reifen lassen. Fleisch und Fisch. Fisch wird Ikijime geschlachtet und gereift. In der Kiste jetzt momentan wird Stör geben, der quasi 14 Tage gereift ist. Es sind also Dinge, die man sozusagen eigentlich nicht kaufen kann, für die man normalerweise zu uns ins Restaurant kommen muss. Und jetzt bringen wir sie halt zu den Leuten nach Hause. Und warum habt ihr euch jetzt dafür entschieden, und anstatt auch einfach lieferbare Gerichte zu machen und einen Takeaway-Service anzubieten, wie ja zum Beispiel auch Tim Raue macht, warum habt ihr euch dafür entschieden, einfach Produkte und Lebensmittel, die dann in den Küchen von euren Gästen verarbeitet werden, anzubieten? Ja, auf der einen Seite hat es mit der Vielzahl von Gerichten zu tun, die wir quasi in so einem Menü servieren. Also wir servieren ja quasi so 14, 15 kleine Gerichte, alle auf den Punkt gekocht, alles genau richtig temperiert, mit extrem viel Vorbereitungsarbeit. Und das ist einfach zu komplex, das quasi in eine Kiste packen zu können. Aber was wir halt machen können, ist, dass wir diese Rohstoffe sozusagen oder mit leichter Vorbereitung, also die Fermente, oder verschiedene Fermentationsprodukte an die Gäste, die wir bis jetzt hatten, sozusagen trotzdem bekommen können.
Ihr schickt ja jetzt die ersten Kisten raus, richtig? Genau, genau. Wie kam es denn an? Also habt ihr viele Bestellungen? Wie ist so die Rückmeldung von Gästen? Ja, wir wussten es ja auch nicht genau. Wir haben uns die Idee quasi überlegt, haben von uns selber überlegt, bekommen wir das hin, bekommen wir die Kisten gefüllt, sind die Kisten spannend, was können wir da reinpacken? Und haben dann einfach quasi ja, eine Rundfrage gestartet. Wer hätte Interesse daran, damit wir einfach auch ein Feedback bekommen, okay, wollen 50 Leute eine Kiste oder wollen 10 Leute eine Kiste oder wollen eben 100 Leute eine Kiste? Wir haben ein wahnsinnig tolles Feedback bekommen erstmal. Auf verschiedensten Kanälen, hoffen natürlich auch, dass die nicht nur bei einer Kiste bleiben, sondern dass die dann sagen, okay, ich bestelle mir vielleicht einmal eine Kiste im Monat. Genau, und müssen einfach jetzt auch selber schauen, wie das Ganze anläuft. Das Produkt muss ich natürlich auch im Markt beweisen. Die Kiste muss toll sein, muss sich unterscheiden von den anderen Marktanbietern. Ich glaube, das schaffen wir halt auf jeden Fall mit unseren Produkten. Es Was kommt ganz, ganz gerade auch toll eine ist. Frage in den Ja, Kommentaren klar. rein, wie viel Umsatz du damit machst im Vergleich zu den Restaurantbetrieben, ob es euch finanziell auch wirklich unterstützen kann, dass ihr Miete und solche Dinge trotzdem noch bezahlen könnt, oder ist es unvergleichbar mit dem, was ihr normalerweise im Restaurant umsetzt? Umsetzt. Ja, wir haben ja mal einen wahnsinnig schlechten Umsatz bei uns im Restaurant. Deswegen kommen wir da ganz gut hin. Also es ist so, dass es im besten Fall quasi bei, ich sage jetzt mal, um die 100 Kisten ungefähr, also nicht ganz deckungsgleich läuft. Wahrscheinlich müssten wir ungefähr 120 Kisten oder 130 Kisten machen, damit wir auf einen ähnlichen Umsatz kommen, wie wir es vielleicht im Jahresschnitt haben. Das Aber ihr muss ich könnt dann jetzt einfach in der mal so ein heutigen bisschen Zeit euch zeigen. zumindest damit über Wasser Man halten kann und die sich auf laufenden jeden Fall Kosten. überdeuten, genau, man muss es sich einfach so überlegen, dass 50 Kisten dann quasi dementsprechend 50 mal 120 Euro pro Woche sind und das mal 4 und man dann schon ein gewisses Volumen generiert, wo zumindest Kurzarbeit dann nicht bei 100% ist, sondern Kurzarbeit vielleicht irgendwie bei 80% ist und dann Mitarbeiter auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Gehalt mit nach Hause nehmen und man tut natürlich auch was. Man Ja. erhält neben dem eigenen Geschäft natürlich weiterhin auch die ganzen Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir ja vorher auch Planungen hatten über die ganzen Jahre hinweg. Teilweise kann man Sachen stoppen, teilweise nicht. Und da sind wir jetzt natürlich wahnsinnig froh, dass wir trotzdem ein Abnehmer weiterhin sein können. Genau, Die Produzenten weiterhin Geld damit verdienen. das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das für euch jetzt auch der beste Weg war, die Produzenten weiterhin zu unterstützen, ob das auch ein Faktor war, warum ihr euch dafür entschieden habt. Auf jeden Fall. Also wir können im Prinzip ja die Arbeit, die wir vorher mit unseren Produzenten gemacht haben, was ein Großteil unserer Arbeit war, ja auch wirklich wahnsinnig viel Zeit immer in Anspruch genommen hat, das können wir weiterführen. Das macht uns sehr, sehr glücklich, weil es auf ein, weil wir uns weiterhin in dem Bereich entwickeln können, neue Produkte recherchieren können, mit neuen Produkten weiterhin auch arbeiten können, neue Produkte unseren Gästen zeigen können und auf der anderen Seite wirklich auch die Existenz oder zumindest eine Zuexistenz oder einen Teil des Umsatzes mit erhalten können, den wir bisher eben auch sozusagen als Beitrag geleistet hatten. Habt ihr, ihr seid ja super eng mit euren Produzenten, wie man ja auch schon hört, dass ihr mit denen in regelmäßigem Kontakt seid. Was Ja. ist denn das Feedback von denen zur momentanen, Situation? Ja, teilweise natürlich katastrophal. Das kommt immer ganz drauf an, was die Leute produzieren. Manche sind nicht so stark davon betroffen und andere haben halt dementsprechend auch volle oder 80-prozentige Umsatzeinbußen. Und gerade in den Situationen ist es dann natürlich schon für uns auch cool, anrufen zu können und zu sagen, nee, wir bestellen jetzt. Tut denen gut, tut uns gut. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt mit auch an dieser Kiste gewesen. Hast du denn noch irgendwelche Tipps für auch Verbraucher, wie sie jetzt in der Zeit am besten kleine Betriebe, ob es jetzt Restaurants oder landwirtschaftliche Betriebe sind, wie sie die am besten unterstützen können? Auf jeden Fall. Ich denke mal, diese Kistennummer ist nach wie vor ein großes Thema. Also das, was man vorher vielleicht auf dem Markt gekauft hat oder im Biomarkt oder solche Geschichten, sollte man vielleicht sich tatsächlich bemühen, über solche Abokisten zu bekommen. Die Produkte sind meistens wahnsinnig frisch, sind meistens auch dann nicht wahnsinnig teuer oder im Vergleich zu dem, wo man sonst gekauft hat, nicht wahnsinnig teuer. Natürlich die regionalen Restaurants unterstützen.
Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil auch ein großer Teil des Angebots einfach auch weggebrochen ist. Nicht jedes Restaurant kann ein Außerhausgeschäft machen oder möchte das oder kann das personell umsetzen. Und im Endeffekt, da ist es natürlich wirklich wahnsinnig schwierig. Es ist zumindest in Berlin gerade so, dass es schon auch für Konsumenten so ein kleines Momentum fast schon entsteht, dass Leute wirklich auch danach suchen, jetzt regional Landwirte und Produzenten zu unterstützen. Meinst du, das ist vielleicht eine Chance dafür? Sorry, kurz abgelenkt von der Frage, die kam. Meinst du, es ist vielleicht eine Chance auch für unser Lebensmittelsystem, dass das weitergeführt wird, dass dieses Momentum, dass Leute wirklich nach besseren Lebensmitteln und regionalen Produzenten schauen und dass man sich so unterstützt, dass das weitergeführt werden kann? Es wäre sehr positiv, wenn da auch ein, wenn das Ganze so ein bisschen so ein professionelles Netzwerk entstehen würde, wo man tatsächlich hochwertige Lebensmittel in solchen Abokisten und eben auch ganz besondere Lebensmittel in solchen Abokisten bekommen kann. Es wäre vielleicht auch gar nicht mal so unsinnvoll. So tigern quasi einzelne Leute in der Gegend rum und versuchen sich sozusagen die Schätze bei verschiedenen Produzenten zu kaufen, zumindest ist das bei uns in der Region so. Man fährt dann zu verschiedenen Bauern oder dem Metzger und dem Bäcker und weiß was ich was. Eigentlich wäre es ja durchaus auch möglich, dass diese Dinge immer zu den Menschen nach Hause kommen. Das wäre tatsächlich eine Verbesserung. Und ich meine, wenn man sich das Ganze anschaut und wenn die Krise ein bisschen länger bleibt, wird sich ja auch ein bisschen unser Produktangebot in den Supermärkten verändern. Und das ist vielleicht durchaus eine Chance für regionale Produzenten, da ja, eine Chance, einen Vorteil irgendwie auch auf dem Markt so ein bisschen zu bekommen. Und wenn die Konsumenten da eben auch gewillt sind, was man nur hoffen kann, und motiviert sind, auch zu Hause zu kochen mit den Produkten, eben mit ein bisschen Hilfe, mit ein bisschen Anleitung, ist das, glaube ich, durchaus eine schöne Sache, Genau, es kam auch die gerade eine Frage Erfolg haben aus, kann. wie kann ich damit kochen, wenn ich kein Profi wie Felix bin? Ihr habt ja Ja. auch die Überlegung, dass ihr Videos aufnehmt, um zu zeigen, wie man mit vielleicht ein bisschen anspruchsvolleren Zutaten dann auch kochen kann, richtig? Genau. Wir wollen den Leuten ja ein bisschen die Angst nehmen. Also wir machen das so, dass es schon eher eine Rohstoffkiste ist, mit nicht, also jetzt nicht mit fertig gekochten Soßen beispielsweise. Aber die Soßen aus diesen Zutaten sehr, sehr leicht zuzubereiten sind. Man durchaus dann aber auch noch ein bisschen mehr hat. Also wir geben dann halt mehr Miso mit, als man es nur für dieses einzelne Rezept sozusagen oder für das Gericht bräuchte, was wir uns vorstellen, dass derjenige damit macht. Und dann kann man diese Produkte einfach weiter zu Hause noch ein bisschen in den normalen Alltagsablauf in der Küche oder in die normalen Gerichte, die man kocht, vielleicht ein bisschen mit einbinden. Und damit ein bisschen rumexperimentieren, also mit einem besonderen Essig oder solchen Geschichten. Und wir haben uns dann eben überlegt, dass wir die Kiste hauptsächlich immer erklären, was da für Produkte drin sind, warum die genau jetzt drinnen sind, was das Besondere an denen ist, von wem die kommen, und was wir uns vorstellen, dass man im Endeffekt damit kochen würde. Genaue Rezepturen haben wir uns jetzt überlegt, dass wir nicht machen. Die Gerichte sind mehr oder weniger relativ einfach. Es ist meist ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch mit Soße oder ein Stück Gemüse mit quasi Würzzutaten. So relativ einfache Gerichte, ähnlich wie wir es im Restaurant machen, ein bisschen größer dimensioniert, also ungefähr dreimal so groß, sage ich mal, wie wir es im Restaurant haben. Die Kiste ist immer gedacht für 2 Personen mit ungefähr 5 Gerichten. Man kann sich das Ganze natürlich aber auch ein bisschen anders zusammenstellen. Man kann das als Menü essen an einem Tag, man kann es an 2 Tagen essen oder an 3 Tagen. Und das erklären wir einfach so ein bisschen im Video. Wollen aber jetzt nicht exakte Rezepte geben, weil das im Endeffekt auch so ein bisschen vom Können, denke ich mal, abhängt. Man kann sich im Internet auf YouTube anschauen, wie eine Mayonnaise geht. Das müssen wir nicht unbedingt erklären. Wichtig ist, dass wir erklären, warum wir ein Entenei, sage ich jetzt mal, dazu reingeben. Ja, bei uns bei der Gemeinschaft geht es ja auch sehr viel darum, zusammenzuarbeiten, mit anderen Leuten sich zu vernetzen, Wissen auszutauschen. Hast du noch irgendwelche Kolleginnen oder andere Projekte, die dir in den letzten Tagen irgendwie besonders aufgefallen sind, von denen du inspiriert wurdest, die dich besonders beeindruckt haben, die du auch mit uns teilen kannst? Ich fand ganz besonders das Projekt natürlich von, ich glaube, von Max, von Tutus Lautrec. Kochen für Natürlich Helden.
Kochen für Helden, ein wahnsinnig tolles Projekt in der Zeit. Es gibt halt ganz, ganz viele unterschiedliche tolle Projekte. Ich finde die Box vom Ernst wahnsinnig toll oder vom Nobelhart. Ich finde aber auch bei uns in der Region gibt es jetzt eben auch Leute, die auf einmal anfangen, an das Essen, was man sonst quasi halt nur im Restaurant essen konnte, durchaus auch zum Mitnehmen zu geben. Und bei manchen Konzepten macht das auch wahnsinnig viel Sinn. Also es gibt, glaube ich, in der Breite einfach ganz, ganz viele kreative Köpfe, die unterschiedlichste Konzepte so ein bisschen versuchen. Und das macht einfach in der Summe Mut. Aber ganz besonders sind natürlich die Projekte, die sich so ja, ehrenamtlich engagieren und eben jetzt nicht nur an den reinen Selbstzweck und an das eigene Überleben denken, so ein bisschen dann über den Tellerrand hinaus, dass es eben Leute bei uns in der Gesellschaft gibt, die noch mal ein bisschen mehr leisten dann als wir Köche oder deutlich mehr davon auch betroffen sind, wie jetzt die Mitarbeiter im Gesundheitssystem. Ist das denn gerade aber auch für die Gastronomie und für Köche, die ja gerade selber in der Krise besonders stecken, ist das überhaupt machbar, jetzt noch sich für andere auch einzusetzen? Ja, ich glaube, genau das macht das so großartig. Also, dass man eben nicht, wenn es also nicht, wenn es einem gut geht, hilft, sondern eben auch dann, wenn es vielleicht ganz besonders schwierig ist, auch dann immer noch Leuten helfen kann. Genau das macht ja das Projekt so besonders und so großartig. Das kann man natürlich nicht jedem auferlegen. Das muss und kann bestimmt auch nicht jeder reproduzieren. Aber es ist genau deswegen, glaube ich, eben so ein besonders tolles Projekt. Ja, cool. Danke, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe ja, dass wir uns im September zu unserem Symposium sehen. Wir hoffen es auch. Ansonsten ein digitales Symposium. Genau. Genau, dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder und cool. Danke für das Wissen, das du geteilt hast und was ihr gerade macht. Und vielleicht bestelle ich mir auch bald mal eure Kiste. Genau, vielen, vielen Dank euch allen. Kauft eigentlich die Kiste. Schaut bei uns auf dem Instagram-Kanal. Die Kiste wird jede Woche wechseln. Und ja, und ist auch deutschlandweit spannend. Erhältlich, richtig? Genau, und ab kommender Woche deutschlandweit kaufbar, genau. Man kann es ab dem 10. April quasi deutschlandweit buchen. Und genau, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit und hoffe, dass wir viel Spaß damit haben. Dann habt noch viel Spaß heute im Garten. Vielen, vielen Dank. Merci. Tschüss, Felix. Ciao, ciao. Ciao.